Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das magnetische Feld. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die magnetische Flussdichte. Und wo eine Flussdichte ist, da ist vermutlich auch ein Fluss. Es gilt aber natürlich dasselbe, wie wir schon beim elektrischen Fluss gesagt haben. Das ringt nichts wirklich. Es gibt keinen materiellen Fluss, es gibt keine Materie, die ringt. Das hat nur die Eigenschaft eines Flusses, die mathematische Eigenschaft eines Flusses. Und man kann es halt gut vorstellen. Also es gibt einen magnetischen Fluss. Und was es die Flussdichte gibt und den Fluss, natürlich gibt es einen Zusammenhang. Stellen wir uns vor, wir haben hier eine Fläche, ja, ich nenne die AI. Ja. Durch die Fläche tritt eben ein Fluss, ein magnetischer Fluss durch mit der Flussdichte BI. Ja. Da herrscht eine gewisse Flussdichte. Die ist konstant auf der Fläche. Na, dann ist der magnetische Fluss auf diesen Flächenstückchen. Magnetischer Fluss hat die Formelzeichen Phi. Fluss Phi. Phi ist gleich, naja, die Flussdichte mal der Fläche, der Teilfläche, wo das drauf ist. Gut, ja, haben wir das. Was natürlich sein kann, ist, dass sich dieser Fluss lokal ändert, die Flussdichte. Es kann sein, dass da mehr Flussdichte ist und da ein Stückchen weiter ist ein bisschen weniger Flussdichte, dann ist wieder ein bisschen mehr, dann ist ganz viel Flussdichte und so weiter. Dem kann ich Rechnung tragen, indem ich eine große Fläche einfach mit mehreren Teilflächen, also ich mache dann praktisch Teilflächen daraus und betrachte durch jede Teilfläche irgendwie den Fluss. Ja. Und das kann ich halt, die Teilflächen, die schaue ich, dass das so wie ein Gitter, ein Maschengitternetz oder so irgendwas gut angepasst ist. Deswegen habe ich da AI geschrieben, ja, weil das ist eben nur die ite Fläche. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn das jetzt die gesamte Fläche A hier ist, also diese fette eingezeichnete, die halt dann aus mehreren Teilflächen besteht, ja, da habe ich die Fläche A, die besteht halt in diesem einen Beispiel da aus diesen neun Teilflächen. A. Wenn ich den Gesamtfluss haben will, ja, gesamtmagnetischen Fluss, der da durchrennt, ja, dann muss ich halt sagen, mein Phi ist natürlich dann die Summe aus alle BI mal AI, ja, über alle Flächen. So viele Flächen, wie ich da halt eingebaut habe. Wenn man diese einzelnen Teilflächen dann immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner werden lässt, okay, dann macht man einen sogenannten Infinitesimalübergang und die Flächen nämlich nur so klar sind, dass eigentlich unendlich klar sind, aber trotzdem nur da. Das ist immer so ein bisschen, ja, es ist so klein, aber es ist schon noch da. Ja. Dann schreibt man eben statt der Summe, schreibt man eben ein Integral. Und zwar über die gesamte Fläche A, da wir alle Flussdichten, die halt so lokal herrschen, aufsummieren. Und zwar auf jeder kleinen Teilfläche, multipliziert mit jeder kleinen Teilfläche dA. Ja. Also das dA ist praktisch so die kleine Teilfläche. Okay. Das ist also der magnetische Fluss auf einer Fläche. Die Summe aus der Flussdichte, die halt so lokal herrscht, multipliziert mit der Fläche. Die Einheit ist eine Voltsekunde. Die hat eine Abkürzung. Wir schreiben WB, das heißt Weber. Ah, Weber. Für uns war das lustiger, weil mein Elektrotechniklehrer hat damals Weber geheißen. Ja? Aber jetzt ist es halt nicht so. Ja? Ein Weber, die Einheit bleibt gleich, egal wer Elektrotechnik unterrichtet. Einheit bleibt gleich, ein Weber. Ja? Und natürlich, wir haben gesagt, die Flussdichte ist dann also Weber pro Quadratmeter. Und da haben wir gesagt, das heißt Tesla. Ja? Also das ist der magnetische Fluss. Ja? Magnetischer Fluss.
Jetzt habe ich schon mal gesagt, da ist wieder der Stabmagnet, den ich da verwendet habe. Wenn ich so einen Stabmagneten hernehme, ja, ich zeichne jetzt da unten den Stabmagneten ein. Dann hat der einen Nord- und eine Südpolseite. Wir haben ja das Feld gesehen. Ja, wir haben ja das Feld gesehen. Das Feld hat er dann so ausgeschaut, dass das da, das ist da rausgekommen, gell, und ist da unten eine. So hat dieses Feld ausgesehen, wenn wir uns erinnern an die, an diese Eisenspäne, die ich da hergezeigt habe. Jetzt kommt man natürlich auf die Idee kommen, packe ich da das da, dann habe ich einen Nord- und einen Südpol. Das geht aber nicht. Ja. Es gibt keinen Nord- und einen Südpol. Wenn ich den in die Mitte teile, das habe ich auch schon erwähnt, dann habe ich zwei Magnete und zweimal Norden, also jeder hat einen Nordpol und jeder hat einen Südpol. Das heißt, ich kann mir vorstellen, diese Feldlinien, die sind da drinnen im Magneten geschlossen. Es gibt keine Quelle. Es gibt keine Quelle vom magnetischen Feld. Ja. Also das geht da raus, geht das, aus dem Nordpol geht es raus. Ja. Und überall heißt das eine gewisse Flussdichte. Ja. Vom Nordpol geht es raus, in den Südpol geht es rein dann. So schaut das aus. Es gibt keine dezidierte Quelle, es gibt keinen Monopol, es gibt keine, ja, nicht so wie bei der Ladung, ja, es gibt positive und negative und vom positiven geht es weg und zum negativen geht es hin. Nein. Ja. Das magnetische Feld ist ein Wirbelfeld, heißt das. Ja, ist kein Quellenfeld, das ist ein Wirbelfeld. Ohne Quelle, es geht halt einfach in Gas. Was bedeutet das nun, wenn ich eine geschlossene Hüllfläche drum lege? Ja, also wenn ich da jetzt praktisch eine Hüllfläche irgendwie drum herum lege, die ist geschlossen um den Magneten, ja, AK. Ja, und ich summiere die ganzen Flussdichten so wieder oben auf. Ja, also ich summiere über die gesamte, über das gesamte AK, über eine geschlossene Hüllfläche. Ja, dann bekomme ich den sogenannten Hüllenfluss. Okay? Hüllenfluss. Der hat auch ein eigenes Formelzeichen, Phi, und drüber ist so ein Ringel, ja, weil es eine geschlossene Hüllfläche ist. Und das ist praktisch alles aufsummiert über eine geschlossene Hüllfläche, so kann man das schreiben, ja, vor BDA. Ja, über die gesamte Hüllfläche, die habe ich da AK genannt, das ist ja ein Grund. Eigentlich wollte ich das AH nennen, aber okay. Namen sind Schall und Rauch. Ja, also dieses gesamte Hüllenfluss. Und wenn man sich das überlegen, ich meine, es tritt da was aus der Hülle, aber das muss ja wieder rein. Es gibt ja keine Quelle, weil alles, was austritt aus der Hülle, muss nachher wieder irgendwo hinein. Und egal wie die Hülle ausschaut und egal in welchem Bereich die ist, es gibt keine Quelle, keine Senke. Der Fluss geht in Gras, das heißt, jeder geschlossene Hüllfläche, egal von deren Form, der Hüllfluss über die gesamte Fläche ist gleich Null. Das ist der Satz vom magnetischen Hüllenfluss. Dadurch, dass es keine Quellen gibt, ist die Hüllfläche Null. Ist der Hüllenfluss Null. Das Leibel habe ich schon mal gesagt, gell? Das war ja der Satz vom elektrischen Hüllenfluss, wo wir gesagt haben, ja, das ist so die Quellendichte, die Divergenz auf Hochschulmathematik, wie sehr das auseinanderstobt, das elektrische Feld, und das war gleich der Raumladungsdichte, also wie viel Ladung ist in diesem Bereich des Raumes vorhanden. Und darunter haben wir eben den magnetischen, Satz vom magnetischen Hüllenfluss, da sehen wir auch die Quellendichte vor B dieses Mal, ja. Das D war ja die elektrische Flussdichte, das B ist die magnetische Flussdichte, ist Null. Ja. Zweite Maxwellsche Formel. Wie viel haben wir noch? Nur zwei. Ja. Haben wir schon bocken. Ja. Zweite Maxwellsche Formel,
Satz vom magnetischen Höhenfluss. Ja? Das ist. Beim elektrischen Feld haben wir irgendwie angefangen. Gell? Da haben wir gesagt, okay, das ist eine Ladung, da geht die Quelle weg und da kommt der Fluss heraus und über den Fluss haben wir nachher auf die Flussdichte geschlossen, auf der Flussdichte haben wir auf die elektrische Feldstärke geschlossen. Da haben wir gleich einmal mit der magnetischen Flussdichte angefangen. Ne? Das ist, weil es historisch einfach so gewachsen ist und weil man es dann besser vorstellen kann. Ja? Jetzt haben wir den Höhenfluss gemacht und vom Fluss kommen wir jetzt praktisch zum Äquivalent der Ladung, der Quelle, ja, oder des Verursachers des Feldes, ja, nämlich der Durchflutung. Das wird nachher im nächsten Video passieren. Durchflutungssatz. Okay? Brauchen wir keine Angst haben, brauchen keine Schnorcheln und Taucherbrillen. Elektrische Durchflutung. Was das ist, nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.